Hallo und willkommen beim Video zum Thema Bärlauch. Wir wollen heute einen Blick darauf werfen, wie man den Bärlauch bestimmen kann und mit den giftigen Pflanzen, mit denen man ihn verwechseln kann, auseinanderbringen kann. Der Bärlauch ist eine krautige Pflanze, das heißt, es wachsen mal die Blätter einfach raus, ohne eine Blüte. Diese Blätter sind, wie ihr hier sehen könnt, in einer Lanze, die Form von einer Lanze. Die ganzen Blattadern laufen vom Blattgrund bis zur Blattspitze durchlaufend weg. Es gibt keine echten Verzweigungen. Und ein wichtiges Bestimmungsmerkmal des Bärlauch ist natürlich, das kennt jeder, der Knoblauchgeruch, der typische. Das Problem dabei ist, wenn man viel Bärlauch pflückt, dann werden die Hände mit diesem Bärlauchöl, also mit dem Lauchöl, überströmt und dann, ich rieche jetzt auch an meiner Hand nur mehr Bärlauch. Ja? Also daher ist das kein wirklich echtes, definitives Unterscheidungskriterium, speziell wenn man viele Pflanzen pflückt. Was aber wirklich gut funktioniert, ist, wenn man einen Blick auf den Stiel wirft. Denn der Stiel ist das Element, mit dem man den Bärlauch von Giftpflanzen unterscheiden kann. Der Querschnitt des Stiels des Bärlauchs ist dreieckförmig, ein bisschen rund. Ich blende euch dazu auch dann noch Bilder ein. Aber dreieckförmig, nicht rund. Ja? Er ist nicht rund. Das nächste ist, dieser Stiel ist auch an der Blatthinterseite gut zu erkennen und er knackt ein wenig, ja? Wenn der Bärlauch schon etwas älter ist. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Also das ist ein richtiges Aufplatzen und dieses Knacken, das ist auf jeden Fall einmal ein Hinweis darauf, dass es sich um Bärlauch handelt. Das nächste ist, es ist ein Stiel vorhanden, das ist ganz wichtig, denn es gibt eine andere Pflanze, das kommen wir schon zur ersten Giftpflanze, mit der man den Bärlauch verwechseln könnte, der Herbstzeitlose. Die Herbstzeitlose hat keinen solchen Stiel, ja? Die wächst quasi aus dem Boden heraus, speziell zu der Zeit, wo der Bärlauch am meisten gesucht wird, im Frühjahr und im späten Frühjahr und auch Anfang des Sommers. Es kommen dann schon manchmal kleine Stiele dazu, aber nicht in dieser Form hier. Ja? Also das ist sehr, sehr, sehr typisch. Dann ein weiterer Punkt ist, ein Stiel, ein Blatt. Ja? Das könnt ihr hier sehen, ein Stiel, ein Blatt. Beim Maiglöckchen, das könnte man nämlich auch mit dem Bärlauch verwechseln, ist es meist so, dass man einen Stiel hat und zwei Blätter darauf liegen. Ja? Also ein Stiel und zwei Blätter und das ist halt beim Bärlauch nicht der Fall. Ein weiteres Unterscheidungskriterium des Bärlauchs gegenüber des Maiglöckchen ist, dass das Maiglöckchen an der unteren Stielseite so eine rosarote Haut hat, ein kleines Häutchen. Das hat der Bärlauch nicht. Also der ist komplett, der Stiel ist komplett glatt und eben dreieckig. Im Gegensatz zum Maiglöckchen, denn der ist absolut rund, ja, ein richtiger Kreis, der ist rund. Und der eben vom Bärlauch ist dreieckig. Das ist ein wichtiger Punkt, um den Bärlauch zu unterscheiden vom Maiglöckchen. Ein weiterer Punkt, Maiglöckchen, Bärlauch. Der Bärlauch hat eine Knolle, ja, eine längliche Knolle. Ich werde auch dazu auch ein Bild einblenden. Beim Maiglöckchen ist das anders, das ist eine richtige Wurzel. Ja. Trotzdem möchte ich euch bitten, dass ihr beim Bärlauch nicht unnötig herumgrabt und die Knollen alle mit ausgräbt, das verstoßt nämlich gegen Naturschutzgesetze. Bei den Herbstzeitlosen, die man ja auch mit dem Bärlauch verwechseln könnte, da ist leider auch eine Knolle dabei. Ja, das ist leider so, aber diese Knolle ist eher rund, so wie eine Zwiebel und nicht länglich wie die des Bärlauchs. Ich blende euch dazu aber auch noch Bilder ein. Die Herbstzeitlose, das Maiglöckchen und auch der Bärlauch können so leicht miteinander verwechselt werden, weil halt die Blätter doch relativ ähnlich aussehen. Sie sind ja alle Teil der Liliengewächse. Was aber ganz klar ist, der Bärlauch ist von der Blattstruktur her sehr weich, ja, und eher angenehm. Das das Maiglöckchen und auch die Herbstzeitlose, das sind eher zäh und fest, die kann man auch nicht so leicht reißen, die sind hart und zäh. Das ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, um diese Pflanzen voneinander zu unterscheiden. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass ihr Pflanzen nur dann essen sollt, sofern ihr sie auch wirklich hundertprozentig bestimmen könnt und klar voneinander unterscheiden könnt. Bitte geht kein Risiko ein, das
bringt sich nicht. Ja? Ein weiterer Punkt, was jetzt die Giftigkeit betrifft. Das Maiglöckchen wird immer als absolut giftige Wahnsinnsgiftpflanze angesehen. Natürlich ist das Maiglöckchen giftig, aber besonders die Blüten und auch die Beeren, auch die Wurzeln. Und man isst keine Blüten des Maiglöckchen, weil die erkennt man einfach. Und auch die Beeren, auch die sind, die erkennt man und wird man nicht essen. Da sind Kinder eher gefährdeter. Man geht so von einer Faustformel aus, das hängt natürlich davon ab, wo das Maiglöckchen gefunden wird. Ab 5-6 Beeren sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen, denn dann kann es schon auch gefährlich werden. Von den Blättern, wenn ihr wirklich ein Blatt erwischt vom Maiglöckchen, werdet ihr wahrscheinlich nicht gleich zugrunde gehen. Ich meine, vermeidet es und bestimmt es genau, ihr werdet nicht gleich zugrunde gehen, denn so giftig sind sie dann auch wieder nicht. Anders ist das bei der Herbstzeitlosen. Also bei den Herbstzeitlosen hier ist zwar das Blatt auch der Pflanzenteil, der am wenigsten Gift innehat, also das meiste findet man in der Blüte, die aber erst im Herbst zu finden ist. Dennoch reicht das Gift der Herbstzeitlose aus, um wirklich ernsthafte Vergiftungszustände, die bis zum Tod führen, zu sorgen. Also bitte hier Acht zu geben. Es gibt dann noch eine weitere Pflanze, und zwar den Aronstab. Der Aronstab könnte auch mit dem Bärlauch verwechselt werden, speziell im frühen Frühjahr in Augebieten wächst der Aronstab ja auch. Ich werde euch auch dazu Bilder einblenden. Hier kann man aber ganz klar unterscheiden, denn der Aronstab hat eine pfeilförmige Blattstruktur und nicht diese Lanze, so wie der Bärlauch. Und sieht auch von der Blattstruktur her anders aus, ist nicht so weich, sondern ist auch zäh und fest. Ja. Das war es jetzt zum Thema Bärlauchbestimmung. Ich bitte euch, wie gesagt, schaut euch vorher in Büchern oder geht auf einen Kurs und schaut euch an, wie man den Bärlauch genau bestimmen kann, sofern ihr das noch nicht wisst.